Du, Jutta, schau mal. Ich habe hier einen Zettel von meiner Beraterin bekommen. Da steht drauf, ach so, Podcast. Ich soll da mal reinhören, meinte sie. Da bekomme ich Tipps, wenn ich mal nicht weiter weiß. Aber hast du eine Ahnung, was ein Podcast eigentlich ist? Das verstehe ich nicht. Was hat das denn mit Hören zu tun? Ach ja, Podcast. So ein komisches englisches Wort, wo man gar nicht versteht, was gemeint ist. Aber ich war doch vor dem Lockdown an der Volkshochschule Leipzig zu einem Lernertag Digitales. Da haben die das erklärt. Das ist wie eine Serie im Fernsehen, nur eben zum Hören und zu ganz verschiedenen Themen. Wir haben zum Beispiel eine Folge zu Rechnungen gehört. Das war echt hilfreich. Solltest du dir wirklich mal anhören. Ach so. Sie hörten gerade die beiden Hauptfiguren in dem neuen Volkshochschul-Podcast Ach so. Er ist ein Beitrag zum lebenslangen und chancengerechten Lernen. Der Podcast richtet sich vor allem an Menschen, die in unserer schnelllebigen und digitalen Welt nicht immer mitkommen und die etwas mehr Zeit brauchen. In den 5-minütigen Folgen werden Alltagssituationen dargestellt, Begriffe erklärt und Alltagstipps gegeben. Es geht um Themen wie ein Platz zum Lernen, den Mietvertrag verstehen oder zum Arzt gehen. Zusätzlich zu jeder Folge gibt es Minispots, die passend zum Thema Informationshäppchen bieten. Sie finden den Podcast auf der neuen Grundbildungsseite der Volkshochschule Leipzig.